Servus und willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Wir befinden uns gerade live im Livestream. Und ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Talent spielen. Ich gehe solo top. Habe jetzt mir irgendwie gar nichts bereitgelegt. Weiß gar nicht, was ich jetzt kaufen soll. Den spielt man auf AP, ne? Nee, auf AD. AD. Lactoman sagt viel Glück und habt Spaß. Wollen wir hoffen, dass es funktioniert? Erstmal zurückschreien, also. Laufspeed! Wow. So, jetzt habe ich nebenbei den Chat nämlich laufen. Könnt ihr mir einfach mal ein paar Tipps reinschreiben, wie ich den Talent spielen soll? Ich habe ihn zwar schon mal gespielt, aber ich bin das immer so ein bisschen so, ihr wisst ja, Level 24 bin ich jetzt, glaube ich. Bin immer noch so ein bisschen auf die Guides angewiesen und die ganzen, wie mache ich was richtig? Das einzige Item, was mir jetzt spontan zu Talon einfällt, wäre Stärke der Dreieinigkeit. Ja gut, das dauert aber, bis das kommt. Hauptsache, ich raff das überhaupt noch auf Deutsch, weil ich das immer auf Englisch spiele, dieses Spiel. Dann gewöhnt man sich ganz den englischen Begriffe einfach dermaßen an. So. Ich gehe mal zurück zum Tower. Kann ich mal zeigen, wer alles dabei ist. So, ich spiele den Talon. Die Tomate spielt den Jace. Bloody Face spielt Chen. Der Marius spielt den Fist und der Korsha spielt Warwick. Das ist unser Jungler. Lactoman spielt Irelia. Fnatic spielt Akali. Tanura Jace. Fendus Ezreal. Und der Skydo spielt Jarvan. Die haben ja gar keinen Jungler, fällt mir gerade auf. Besser ist das für uns. Wir haben so zwei Carries, wenn man es so nimmt. Wie man jetzt Jace als Carry nimmt, weiß ich nicht. Oh oh, der Fitz hat Internetprobleme. Das wäre natürlich jetzt gar nicht so gut, mitten im Livestream. Ich habe alles zugehört. Erstmal mein Master-Volumen richtig schön runter. Irgendwie ist noch keiner da. Ach da. Sehr schön, wir haben Ezreal als Gegner hier unten. So. Das ist auch mies. Wir haben keinen Jungle, das heißt, du kriegst jetzt zwei Top. Naja, habe ich schon. Oh, Marius ist raus. Sind wir jetzt nur noch 4 gegen 5? Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Aber auch sowas gehört zu League of Legends ganz normal dazu. Leider. Das ist richtig. Oh. Sind wir mal wieder Leute rausgehen wegen irgendwelchen Internetproblemen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen Marius. Ja, das kommt leider immer wieder vor. Weil das ist natürlich nicht alles so besonders leicht. Oh, scheiße, da macht man Schaden. Autsch! Ja. Ich hasse Jace und ich hasse es generell, zwei Carries auf einem Weg, auf einer Lane zu haben. Oh. Oh. Da ist der Ezreal. Gerade am Anfang habe ich mit dem Talon doch relativ starke Mana-Probleme. Ja, das ist, wenn man zu oft der Ray, wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, dieser mit dem W. Jetzt sieht ja. Mana echt gut weg. Der geht gut. Das Problem ist jetzt, wer geht mit da? Ja. Ach, stimmt. Das hätte ich mir auch sparen können. Ich würde sagen, Korsha muss jetzt Mitte übernehmen. Hilft nichts. Okay. Na ja, gut, zum Glück Akali, da kann man sich als Warwick noch einigermaßen gegen wehren. So, oben ist SS. Der eine. Der ist die Irelia. Ja. Sehr schön zu mir, nicht mich ins Visier. Alter, geht mir mein Mana etwas zu schnell aus. Marius ist wieder da. Willkommen zurück. Ach stimmt, ja, das ist, wenn ich im Hammer-Modus den W benutze. Im Hammer-Modus? Ja, also wenn ich den, ich kann ja sowohl Nah- als auch Fernkampf benutzen. Ja, ja, klar. Und wenn ich den Nahkampf-Modus nutze, habe ich so einen Hammer und wenn ich da so, kann ich so ein Feld anmachen, was mein Mana wiederherstellt. Stimmt. Fuck. Das ist auch so geil. Aber den Hammer-Modus, also den, wie heißt denn das, Mercury-Hammer? Werde ich wahrscheinlich sowieso weniger benutzen. Gut, dass Shen hier im Kugelfang spielt.
Es wird hier oben am Turm schon ein bisschen gefährlich für mich. Ja, das ist ein bisschen kacke, wenn man zwei Gegner hat. Ja, gut. Muss ich einfach ein bisschen defensiver spielen. Das war ich kann ja nachher mit der Ulti dann eh zu dir hoch. Oh ja, das stimmt, das ist praktisch. Und nachher einfach wieder mit Teleportation zurück hierher. Oh, das ist... Oh ja. Na, aber wir haben zum Glück den Vorteil, dass Ezra im Gegensatz zu dir eben, also zu Shen, einfach ein Lowlife ist. Also, den kann man schneller downbursten als Shen. Oh Gott, jetzt sehe ich schon Englisch. Schande über mich, ey. Und der gegnerische Typ kann nicht zielen, der... Ich wollte es gerade auch schon sagen. Er gibt bestimmt sein Bestes. Oh. Ja, ja, ich kann das auch. Ich kann das auch so von wegen, ich schieße... Ah, fast. Ich krieg's noch? Geht's noch? No, gerade nicht geschafft. Die Irelia kann nicht mehr viele Lebenspunkte gehabt haben. Das war bestimmt ganz schön knapp für dich. Liebe Irelia. So, wir schaufen und kaufen uns jetzt erstmal die Schuhe, dass wir die haben. So, nee. Jetzt schießen wir sie erstmal alle hier in den Grund und Boden. Die Aktion von Shen gerade fand ich echt gut. Gut, ich hab ja auch kein Leben dafür verloren in dem Fall, aber... Jetzt haben die Gegner schon mal etwas weniger. Ja. So, Ezreal wäre so mein Hauptziel. Weil solange der so nah am Turm steht, kann ich ihn leider nicht direkt anspringen. Oh, ja, kann. Oben ist beide weg. Sind beide weg. SS. Mitte ist jetzt keiner mehr. Ach, heilige Scheiße. Na. Sowas würde ich nicht in den Mund nehmen wollen. Oh, mein Schild ist immer gegangen. Ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte keine Zeit. Das gab aber. So, einer hat sich gerade weggeportet. Das müsste der. Wer ist denn der? Jarvan sein. So, Marius ist wieder da. Er versucht es. Super, Marius, dass du das alles versuchst, aber es geht leider nicht immer. Solange er sich nicht von Akali niedermähen lässt, ist alles gut. Ach du Scheiße. Die Fähigkeiten gehen mir uns an. Ja, das ist. Die sind, haben halt beide eine gute Reichweite. Und sobald Ezreal seine Ulti hat, wird's unangenehm. Nicht nur für uns. Naja, gut. Naja, so schlimm ist die nicht. Da kannst du relativ gut ausweichen. Oh, ausweichen ist ein Fremdwort für mich. Ja, das ist natürlich schlecht. Im Rennen ist da sowohl eher das passende Wort. So, jetzt kriegen sie erstmal. Der liebe Ezreal ist. Vorsicht, Ezreal ist gerade nicht da, Miss. Der war Bot, gell? Ich hinterher aus dem Gebüsch. Ulti ready. Ah, schön. Ha, ich hatte zwar keine. Ah, jetzt sind sie bei mir, verdammt. Oh. Soll ich mit dir? Ah, da komme ich. Mach. Nee, da komme ich nicht mehr raus. Also, das war echt gut. Oh, der Fanatik hat's mich vernascht. Ruckzuck weggebasht. Mal gucken. Oh, schon 3-0. Na, was soll's. Bisschen disabling, dann kann ich auch nichts mehr. Ein Torn von Shen nachher und bis. Yay, jetzt habe ich meine Ulti, die ich schon hatte, nochmal. Gut, wir sind schon jetzt, wie gesagt, mitten im Livestream. Zweite Folge jetzt sozusagen auf YouTube. Die Gegner können mithören, wird gerade im Chat gesagt. Klar können sie mithören, weil sie den Livestream sozusagen mitverfolgen können. So, einer geht mal in die Mitte, bitte. Ich gehe nach oben. Gut, gehst zu Dunkel Jen, dann werde ich mich mal hier um den versuchen, möglichst um den. Verdammt, jetzt habe ich sie wieder zu zweit hier. Unehrenhaft, tja. Wenn man den Gegner hören kann, was er macht, wie die taktische Absprache ist. Aber wir haben ja, ich glaube, im Stream sind es ungefähr. Weiß ich nicht. Ein paar Sekunden Verzögerung. Ja. Aber halt nur ein paar. Viel bringt das nicht. Irelia kommt wieder hoch. Okay. Ja, ich bräuchte hier langsam mal Unterstützung, weil so langsam werde ich ein klein wenig zurückgedrängt. Okay, klein wenig ist gut. Na, die hat mich. Ach! Ist an mir vorbeigegangen. Schönes.
Achso, ich müsste hier mal ganz schnell mal die Fliege machen. Also kann mal jemand geschwind nach unten gehen? Ich komme wieder. Irgendwer hat gerade in Chat geschrieben, es sind 433 Leute im Stream. Was? Nee. Ich glaube, der hat sich da verguckt. Ich hätte einen zweiten Stream offen. Ja, könnt ihr das gerade sehen? Also ich glaube, man muss dazu den Counter irgendwie, um den zu aktualisieren, muss man, glaube ich, die Seite neu laden. Kann ich jetzt natürlich während des Kampfes nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich meine, der aktualisiert sich automatisch. Ja, okay. Dann haben wir 49 Leute, die zuschauen. Ja, okay, dauert noch ein bisschen, bis wir die... Ach, jetzt holen die mich schon wieder. Gibt's das? So. Kann ich ein Ulti machen? Oh. Nee, erst in einer Minute. Das gibt's ja nicht, wie die mich hier oben weghauen. Eventuell kann Shen solo unten machen, dann könnte ich, wenn du eventuell noch zur Unterstützung hochgehen, wenn das möglich wäre, eventuell. Ja, kannst du. Gut, dann wandere ich nämlich jetzt mal nach oben. Dass ich da eventuell den Terran oder den Morph ein wenig unterstützen kann. Ja, das wäre irgendwie gut, weil die hauen mich ziemlich schnell aus den Socken hier. Wenn die Akali nach oben kommt, die haut mich weg, das gibt's überhaupt nicht. Die hat, ja, 4-0, das ist schon ganz schön böse bei Akali. Ja. Ja, gut. Ich wollte mich nicht über mein Bewegungstempo beschweren. Ich sollte glücklich sein, dass der mit diesem fetten Teil überhaupt laufen kann. Kommt mir so recht so langsam vor. Wir hatten hier schon die Schuhe voll. Oh, gar keiner. Super. Das ist cool, wenn du da durchschießt, wird das schneller. Mich würde mal interessieren, ob das auch andere Schusseffekte beeinflusst. Also zum Beispiel die vom Ezreal oder meine. Nee. Aber ich glaube, wenn du selber durchrennst, dann wirst du schneller. Warte, ich hab drauf. Ja. Nummer 1. Geh lieber zurück. Also die nicht... Ulti ist wieder ready. Nicht so hinterher springen. Ich hab ihn in dem Fall eher umgehauen als... Das ist ja echt heftig. Wenn ich da durchschieße, macht's 40% mehr Schaden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das war wieder blöd hier. Was mache ich denn? Ah, passiert. Ja, nee, das war dämlich. Das hätte ich mir irgendwie auch schenken können. Was wollte ich denn jetzt mehr mal hochnehmen oder wollen? Oh. So, eben gerade ist der LGMX Gaming in den Kanal gekommen. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Mal gucken. Letzte Runde lief ganz gut, diese Runde kriegen wir auf den Sack. Ausgeglichene Runde, nicht verkehrt. Das kann alles noch werden, so ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, ich sag jetzt einfach mal pushen. Geht ja eigentlich noch, also hält sich in Grenzen, die ziehen uns jetzt hier nicht ab, was das angeht. Vielleicht für den Kills, aber... What? Ich wollte gerade mit Ulti helfen kommen. Achtung, von unten kommt, glaube ich, jemand, oder? Oh, oh. Ne, ich dachte, ich hätte da jemanden gesehen, aber der ist doch nicht da. Gut. Hätte nochmal wieder Ward hinstellen können. Die ist jetzt oben. Oben ist sie im Busch. Ist schon wieder raus. So. Wo ist Akali? Die wartet auf uns, ne? Wahrscheinlich im Gebüsch. Ja. Ach, schau mal, da werde ich auch schneller, wenn ich da durchlaufe. Ja, du kriegst auch. Wie viel ist denn das? Moment, 35%. Da ist sie. Ich wusste es doch. Ich hause einfach mal, so gut es geht, drauf. Oh, das gibt's ja nicht. Könnt ihr mal aufhören, mich zu töten hier im Livestream? Ich versuche hier was zu zeigen. Alter, verdammte Die hauen uns um. Der Fanatik ist echt gefährlich. Schau dir das mal an, 6-0. Der reißt uns den Hintern auf. Ich habe leider die Irelia gerade nicht mehr ganz umgekriegt. Das hat mich leider... Ich hatte leider auch kein Erschöpfen dafür. Irgendwie flackert der Stream gerade so ein bisschen. SSJs. Ach, jetzt ist er wieder da. Der flackert immer so ein bisschen. Also vorhin hat das auch schon bei der ersten Runde. Okay, ich weiß leider nicht, warum das so ist. Das kann an der Gratis-Version von dem Stream-Programm liegen. Womit ich gerade aufnehmen. So, welche Schuhe sollte ich mir kaufen? Moment.
Magieresistenz, ne? So wie die mir einen reindrücken? Na, kann ich eh noch nicht. Ja, kannst du machen. Ja, die haben auch genug Disabling, also genug Sachen wie Betäubungsschleu, dass man das sich holen kann. Ach, das kommt nur, wenn ich im Shop bin, sehe ich gerade. Ja. Also das Flackern. Also ich habe den Stream gerade auch nebenbei laufen und das flackert nur, wenn ich im Shop bin. Die Rede hat viel zu viel Level. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, Akali ist schon wieder hier. Ja, die haut jeden um. Pass mal auf, Kroscher, die kommt zu dir. Was nehme ich nichts. So. Ja, das ist ein bisschen doof. Da muss ich nachher mal gucken, ob ich reinhüpfen und sie stunnen kann. Also betäuben. Wie gesagt, verzeiht. Ich glaube, die meisten Leute verstehen schon so die Grundbegriffe. Ich glaube, du musst nicht alles übersetzen. Ich spiele das einfach seit relativ langer Zeit auf Englisch und dann ist das einfach für mich. Du kannst ja auch verstummen, ne? Ja, ja. Das ist gegen Akali auch. Aber gegen den Tower will ich da eigentlich nicht gegenkommen. SS Israel. Akali kommt nach oben. Komm mal hier unten in den Busch rein, die holen wir uns jetzt. Jetzt laufen sie bestimmt gleich wieder weg. Ich werde versuchen, gegen die Wand zu rammen, damit zu betäuben dann noch. Die läuft bestimmt gleich wieder weg. Erschöpfen habe ich da auch. Da ist sie. Ah, verdammt. Ich habe... Erschöpft, komm, erschöpft. Das gibt's doch nicht, ich bin schon wieder kaputt. Aber sie hat's auch erledigt. Immerhin. Ach, ich habe sogar noch den Kill bekommen. Echt? Ja. Haben drauf und zack, gegen die Wand und betäubt. Komm, ich möchte... Ja, okay. Hau drauf, Shen. Mann. Ah, das ging nicht mehr. Ganz schnell mal den Skill hier ein bisschen hoch machen, dass das dann ein bisschen mehr Schaden reinhaut. Weil es ja immerhin das Betäuben haut 20% vom maximalen Leben des Gegners rein. Ukali? Akali? Mit A. Akali. Akali spielt mit. Alkali-Metalle. Ah, verdammt. Oh, wie ich es hasse, wenn in Skype jemand... Ich hatte Skype doch beendet. Ja, beenden. Los. Mache. Hasse es, wenn die Programme 10.000 Mal nachfragen, ob man das jetzt möglich machen möchte. Kauft sich in der gegnerische Jason. 5 gegen 5 gegen L. Ja, bei LoL könnte man jetzt auch sagen 5 gegen Akali. Ja, er hat Ruf. Schön, richtig. MG. Warte. Ich komme. Oh, jetzt wird's hier ganz schön eng. Hier oben. Ja, wie gesagt. Ich kann gleich mal, wenn ihr wollt, mal richtig schön in die Gegner reinhüpfen. Dann kann ich's verspotten. Ja, der Fitz ist leider, der kann nicht so wirklich mitmachen, das ist natürlich schade, weil er hat Internetprobleme, also spielen wir eigentlich hier zu viert. Nein, das war eine nette Aktion, das war gut. LOL, Akali ist einfach nicht down zu kriegen. Nee, die ist echt super stark. So. Nice. Israel hätten wir. Achtung! Ja, ich gesehen. Ich wechsle schon mal wieder auf den Hammer, dass ich sie weghauen kann. Ja. Das gibt's ja nicht. Hör doch mal auf, mir Schaden zu machen. Komm. Oh. Keine Chance gegen die. Wenn die kommt, die haut mich um. Keine Chance. Ja, die hat halt auch ziemlich böse mit ihrem Stun. Ja, die haben auch schon ein übles Equip. Also ich habe die ja wirklich gut gefeedet. Mit 7 zu... Oh Mann, das kann ich gar nicht zeigen. Passiert. Ja, passiert. Ganz schnell ein anderes Video einblenden. Wir unterbrechen die Sendung für eine kurze Werbeunterbrechung. Ja. Aber wie gesagt, was das Pushen angeht, liegen sie immer noch ein bisschen zurück. So, was kaufe ich mir jetzt als nächstes? AP-Schaden, Angriff, nee. Angriff, Schaden. Du solltest gegen Akali eventuell auch noch Magieresistenz kaufen, sowas wie Schleier der Todesfee. Den nehme ich jetzt mit. Wird mir, glaube ich, auch diesmal ein bisschen mehr was auf Widerstand kaufen. Oh, verdammt, 10-1-5. Ja, also die Runde läuft jetzt schon 20 Minuten. Also ich würde sagen, wir geben uns noch 10 Minuten, weil
sonst wird die ganze Aufnahme auch zu lang. Oder ich mache halt zwei Takes draus. Müssen mal schauen, dass wir jetzt hier so ein bisschen das Blatt auch wenden können. Ach, Scheiße. Weil, also jetzt im Moment sind wir nämlich auf der anderen Seite. Also in der letzten Aufnahme war das ja so, da... Oh, Mitte. Ja. Da Akali haben... hat schon 14 bei dem Meyers Seelenstähler da. Ja, aber gut. Dass der Fist feedet, da kann er ja das schlecht was dafür wegen seinem Discord. Ja, klar. Ist da jemand von euch? Eieiei, jetzt kommt der Gegner auch noch. Verdammt. Jetzt kommen sie mir hinterher. Tanora, jetzt gibt's erstmal dicke was ins... Die sind bestimmt hier oben im... Nee. Ach, die sind unten wieder. Dann gehen wir mal... Sind alle unten? Ja. Nein, zwei sind hier oben. Ach du... Aber die anderen sind unten. So, jetzt müsst ihr mal ein bisschen Gas geben. Ich kann da nicht direkt als erstes reinspringen. Alle drauf auf Akali. Ich kann hier leider halt gerade nicht runterkommen und helfen, weil ich mir gerade selber Probleme... Vorsicht! Geht auf Akali! Drauf, holt's euch, holt's euch! Ja, nice! Komme! Das gefällt mir! Jetzt macht der Fist hier den... Gucken wir mal, wo ist der Israel? Oh, danke! Ha! Sehr gut! Ha! Du hast mir das Leben gerettet! Ja, ich glaube, ich gehe jetzt zurück. Das ist, danke. Scheiße. Das war nicht gut. Komm! Nein, verdammt. Wie viel Leben hatten da noch? Verdammt, das war knapp. Aber er hatte in dem Fall einfach mehr Vasallen. Ah, der hatte entzünden, verdammt. So, oben wird der Tower gerade platt gemacht. Aber es ist gut, dass Akali gestorben ist. Da ist ja bei dem Meersinnstelle die Hälfte, glaube ich, weggegangen, ne? Und an Akali sind die Gegner jetzt eigentlich nicht ganz so der Wahnsinn. Es wundert mich jetzt, dass ich gegen den anderen, Chase ein bisschen... Na egal. Kriegt er zurück. Du weißt doch, wie es ist. Mal gewinnen die anderen und mal verliert man selbst. Genau. Alles locker. So, jetzt kommen sie alle hoch. Pass auf, die kommen zu fünft hoch. Ja, hau Akali lieber ab. Akali kommt. Ja, die kommen alle. Nee, Korsha ist auch schon wieder weg. Oh, doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Drei Schläge braucht sie. Oh Gott, ich muss weg. Hilfe! Das gibt's ja nicht. Drei Schläge. Wahnsinn. Ja, ich hab durch meine Superfähigkeit halt ein wenig Widerstand gegen Akali. Die sind nach oben. Oh, da sind ja wieder alle. Das wird unangenehm. Schon, ja. Keine Chance. Nee, überhaupt nicht. Ja. Die würde hier locker den Pentakill holen. Ja, das ist natürlich blöde. Das ging so nicht, aber wie wir sehen, wir haben keine Chance. Es steht 25-6 nach 23 Minuten. Also das jetzt noch weiterzumachen, ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Die hat 23 Minuten, allen Ernstes, 600 Fähigkeitsstärke, ach. Ja, die hat den Warwick jetzt mit 3 Schlägen aus den Socken gehauen, ich habe das gerade gesehen. Ja, ich hatte ja gerade ein bisschen Widerstände normalerweise gegen die, aber jetzt, die zerkloppt mich, wie so ein Brot. Oh, weia, wenn die... Tja, jetzt hauen sie uns natürlich doch noch kaputt. Und der gegnerische Chase schießt daneben. Wie die alle auf mich draufgehen, das gibt's ja gar nicht. Ach! Also ich habe in 6,86 Sekunden 1742 Schaden abgekriegt. Ich bin nicht mal mehr dazu gekommen, Akali zu stunnen. Ja, das ist, Das schaffen wir, das ist kein Problem. Wir kommen, wir gehen drauf, machen wir locker, kein Problem. Jetzt meinen sie wahrscheinlich Baron. Ja, genau. Ja, dann ist vorbei. Das maximiert ja unsere Chancen doch so. Ja.
Auf geht's. Bin ich froh, dass die Champions in diesem Spiel keinen eigenen Willen haben. Sonst würden die sich, glaube ich, ganz schön aufregen. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ach komm, ich will nicht aufgeben, ohne Akali noch mindestens einen dritten Tod gegeben zu haben. Das geht ja wohl nicht. Akali, oh, sie machen keinen Baron. Da hätte ich jetzt eigentlich auch mitgerechnet. Da wollte ich jetzt mal hingehen und die so ein bisschen... Akali muss noch einmal sterben. Oh, danke, lauf lieber weg. Oh, schau sie dir an, schau sie dir an. Zwei Schläge. Hammer. Ja. Ich renn dann. Das ist also echt keine Chance. Keine Chance. Wie das letzte Spiel, nur umgekehrt. Genau. Na gut, das letzte Spiel hatten wir nicht, da hattet ihr nicht so einen kranken Spieler, also ja, kranker Spieler, also so einen gefierten Spieler im Team. 18 zu 2 hat der Fanatics. Mein lieber Scholli. Ja. Der darf sich Fanatic nennen. Tja. So, ich würde sagen... Wie gesagt, Fizz hatte am Anfang den Nachteil. Auch. 25 Minuten sind rum, wir surrendern die Geschichte und ich wechsle dann einfach aufs nächste Spiel. Da bist du. Nein, ich will nicht nochmal drauf gehen. No. Oh. Das wollte ich ja sagen, jetzt will ich den einzigen Mal Nein drücken, aber das geht ja schlicht jetzt. Schon, ja. Jetzt kommen sie sowieso, schau mal, wie die jetzt alle in die Mitte kommen. Schönes Spiel, aber naja, war gut. Ja, war ein gutes Spiel. Also die anderen waren eindeutig besser als wir. Damit ist es auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, euer Marv. Direkt aus dem Livestream.